Ja, Simon, drittes Spiel, 2:3 in Aalen. Woran hat es gelegen, dass ihr am Ende wieder nichts Zählbares habt? Ja, es kann nicht sein, dass wir herkommen und uns vor allem ansagen, dass wir die ersten Minuten hier vor allem wach sein müssen. Und dann kriegen wir früh zwei Gegentore, was uns natürlich komplett durcheinander bringt. Und klar, im Endeffekt geht es 3:2 aus und wir stehen wieder mit leeren Händen da und es ist zum Kotzen gerade. Das sage ich ehrlich, wie es ist. Und wir müssen gucken, dass wir sofort gucken, das Ruder umzudrehen, weil die Richtung ist gar nicht in Ordnung. Zwei Tore geschossen, das ist ja eigentlich auswärts aller Ehren wert, aber drei eben auch kassiert. Und du hast es angesprochen, schnell und auch sehr einfach, wie ich fand. Ist das das Hauptproblem im Moment einfach? Ja, da müssen wir halt konsequenter verteidigen, alle zusammen, nicht nur die Verteidiger hinten, komplett alle 11 Mann, die auf dem Platz stehen und so eine Rettermentalität an den Tag legen, dass jeder für den anderen sich den Arsch aufreißt und den anderen rettet, wenn er einen Fehler macht. Und das hat in den Situationen einfach nicht gepasst und deswegen wirklich ein Appell an uns alle, dass wir sofort so schnell wie möglich versuchen, das Ruder umzureißen. Und es geht nur gemeinsam und dementsprechend, zweite Halbzeit kann man sagen, dass eine leichte Steigerung zu sehen war, aber das ist zu spät. Da müssen wir von der ersten Minute an das zeigen. Und ja, ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir das mit dem Team hinkriegen. Und ja, es bleibt nichts anderes übrig, wie nach vorne zu schauen, Mund abzuwischen und dementsprechend am Sonntag gegen Cottbus 2:0 zu spielen. Ja, jeden Zweikampf versuchen gewinnen zu wollen und dann werden wir sehen, in welche Richtung das wieder geht. Patrick, 2:3 in Aalen mit zwei ganz, ganz schnellen Gegentoren. War das im Prinzip schon der Knackpunkt, dass man nach nicht mal 10 Minuten 0:2 hinten lag? Ja, in unserer Phase ist das absolut Gift, wenn wir so früh so einfach auch Gegentore bekommen. Wir brechen uns selber das Genick dadurch und machen es uns selber schwer, weil wir dann erstmal 0:2 Rückstand aufholen müssen. Aber ihr habt das ja sicherlich auch angesprochen, das war ja auch im Heimspiel so, dass ihr wieder ein einfacher Pass, in Anführungszeichen, einfach durch die Mitte, ein einziger eben nur, der reicht und die ganze Abwehr ist ausgenockt, du konntest dann auch im Rauslaufen nichts mehr retten. Warum so einfache Gegentore? Ja, gute Frage. Das müssen wir analysieren, warum das so einfach geht. Es ist zu einfach, das ist Fakt. Wir machen es den Gegnern zu einfach, gegen uns Tore zu schießen. Selbst wenn wir dann vielleicht einmal zurückkommen, fangen wir uns das nächste. Das ist ja alles in allem zu einfach. Da müssen wir uns schleunigst hinterfragen, was da los ist und das genau analysieren, damit wir das halt am Sonntag besser machen. Auch viel zu weit weg fand ich oft von den Gegenspielern, gerade in der ersten Hälfte nicht richtig in den Zweikämpfen drin. Du siehst das von hinten ja auch. Wie ist das für dich, wenn du das bemerkst? Da kannst du da eingreifen in irgendeiner Form noch? Ja, es geht ja auch dann teilweise so schnell und ja, auf einem Abstand von 30, 40 Metern ist es dann auch schwer, von hinten noch was einzuwerfen, was zu coachen, weil es dann einfach ja, teilweise auch ein Doppelpass schon reicht und der Stürmer ist durch. Aalen hat sicherlich in der zweiten Halbzeit dann versucht, das Ganze ein bisschen runterzuspielen. Wir sind ja auch in der englischen Woche. Trotzdem, wenn man die Fakten nimmt, habt ihr quasi diese Hälfte dann 1:0 gewonnen. Was kann man noch Positives mitnehmen für das Spiel am Sonntag? Ja, wenn man jetzt ganz großzügig ist, dann nimmt man die zweite Halbzeit, weil wir da von der Einstellung her bessere an den Tag gelegt haben als in der ersten. Fakt ist, wir haben jetzt nach 3 Spielen 0 Punkte, haben glaube ich jetzt mittlerweile genug Gegentore geschluckt. Ja, wir müssen uns absolut, jeder muss sich hinterfragen, was gerade los ist, warum es so einfach gegen uns ist und ja, wie wir es besser machen können.